Ja, Test. Ich werde jetzt Kartoffeln schälen und meinen Podcast machen. Ja, schauen wir mal, wie gut das funktioniert. Mic Check Vienna. Aufnahme läuft. Hier bin ich wieder. Und diesmal mit einem etwas anderen Setup, da das ja noch immer nicht so gut funktioniert hat mit meiner Webcam. Versuche ich jetzt mal mit der anderen Kamera. Und ich habe ein Messer in der Hand und Kartoffeln zum Schälen. Und werde diese zwei Sachen miteinander kombinieren. Den Teller, wo die Schalen reinkommen. Ich hoffe, ich schaffe es. Kurz vorher werde ich euch erzählen, worüber ich heute sprechen mag. Zum einen kommen gleich, also im März dann wieder die nächste Volksbefragung in Wien. Und da steht im Heft wien.at vom Februar, steht drinnen, Mitbestimmen ist wichtig. Mitbestimmung und Auseinandersetzen mit der Politik sind wichtige Aspekte der Demokratie. Okay. Und worüber wollen Sie, dass wir mitbestimmen? Vier Fragen. Zum einen, erstes Thema Parken. Zweites Thema, also Parken in Wien, wie soll das Problem mit den Parkplätzen gelöst werden? Also ich habe mir das noch nicht genau angeschaut, was Sie da meinen. Aber ich glaube, da geht es um eine Lösung für ganz Wien oder soll es in jedem Bezirk anders sein? Zweite Frage, Olympische Sommerspiele 2028. Ganz wichtige Frage, glaube ich. Dritte Frage. Und das ist nämlich wirklich die richtig wichtige Frage. Zukunft der kommunalen Betriebe. Die kommunalen Betriebe sind jene, die sich um das Wasser in Wien kümmern, um die Müllabfuhr und die Energie. Und zwar geht es darum, die Frage, ob man diese nun privatisieren soll. Privatisieren heißt, dass sie nicht mehr in öffentlicher Hand sind, das heißt nicht mehr vom Volk fürs Volk, nicht mehr vom Staat verwaltet, sondern irgendeiner Aktiengesellschaft, irgendwelchen Aktionären ja, verkauft wird. Und das ist sicher die problematischste aller dieser Fragen. Und vierte Frage. Soll erneuerbare Energie gefördert werden? Ja. Und das sind eben diese vier Fragen und die Zeitung sagt, Mitbestimmung und Auseinandersetzung mit der Politik sind wichtige Aspekte der Demokratie. Und ich finde es echt lustig, dass solche Fragen gestellt werden. Erstens ist es wieder nur eine Volksbefragung. Das heißt, es ist so, sag uns halt deine Meinung und eventuell halten wir uns daran. Also es ist nicht bindend. Es ist, ja, ich finde, es ist eher mehr ein Versuch, uns das Gefühl zu geben, als ob wir irgendwas mitbestimmen könnten. Zweitens finde ich, dass es ein Zeugnis von dem ist, dass die Politik einfach, also diese Art von Politik, wie wir sie treiben, einfach schon echt veraltet ist und schwachsinnig ist. Weil erstens, die erste Frage, das mit dem Park, begann Parkgeschichteln. Wir stellen die falsche Frage. Es sind einfach schon viel zu viele Autos in Wien, viel zu viele Autos in der Stadt und wir brauchen einfach eine andere Lösung für Mobilität. Und die wird man mit solchen Fragen nach wie lösen wird das mit den Parkplätzen nicht ein. Und vor allem gibt es ja keine gute Option. Man kann sich ja nur zwischen schlecht und schlecht irgendwie entscheiden und es hat anscheinend nicht vor, irgendwas zu verändern. Also zum Beispiel eben Share-and-Care-Parksystem, wo man sich Autos einfach immer, ja, wo man die einfach immer benutzen kann, wenn man mag. Sowas wie dieses Car2Go. Und wenn man sie nicht braucht, dann ja, braucht man sie halt nicht, dann kann sie wer andere benutzen. Also das Parken, das ist schon mal lächerlich, weil es eben zeigt, dass wir überhaupt keine Zukunftsperspektive haben. Das ist nur ein Versuch mit dem Bestehenden irgendwie irgendeine, sozusagen vom Volk ein Okay für irgendeine dieser schlechten Lösungen zu bekommen. Aber es zeigt nichts von innovativem Denken, nichts von anderen Lösungsansätzen. Ja,
einfach enttäuschend für mich. Also, schwachsinnig. Ich will überhaupt keine Autos mehr in Wien haben. Echt nur das Notwendigste, was man unbedingt braucht. Und der Rest von diesen ganzen Parkplatzzonen, das soll konvertiert werden in Permakultur. Ich möchte, dass wir lokal wachsendes Gemüse haben, wo wir uns darum kümmern können, oder von mir aus sollen das die Wiener Gärten machen, oder wie auch immer man das regelt, und soll sich einbringen können, wenn man mag. Und all diese Parkplätze, die jetzt ja von stehenden, zu über 90% stehenden Autos belagert werden, sollen einfach produktiv werden, nämlich ja, gutes, gesundes, Bio-Qualität, Gemüse, gratis für alle Einwohner und Besucher der Stadt bieten. Simpel. Ja, und das Mobilitätsproblem, das regelt man halt eben anders, durch öffentliche Verkehrsmittel, durch Autos, die man zum Beispiel dieses Car2Go-Modell, da habe ich ja schon drüber gesprochen, das Google Car, könnte man nehmen und das so installieren, dass die Google Cars sind selbstständig fahrenden Autos. Aber eigentlich habe ich da eben vorigen Podcast schon dazu gesprochen, also jetzt mache ich das nicht wieder alles wiederholen, das könnt ihr euch ja nochmal anhören. Die Olympischen Spiele 2028 ist halt wieder da brauche ich echt die Politik, damit ich so eine Entscheidung treffe, oder da brauche ich eine Volksbefragung, damit ich so eine Entscheidung treffe. Und was kann ich für eine Entscheidung treffen, ja oder nein? Aber ich kann nicht sagen, können wir schauen, dass wir bis 2028 vielleicht so weit sind, dass kein Mensch auf der Welt mehr hungert? Können wir vielleicht schon so weit sein, dass nicht mehr 25.000 Kinder am Tag wegen Armut sterben? Das wär ein politisches Ziel, wobei es Wahnsinn wäre, bis 2028 darauf zu warten, wenn wir jetzt schon so viel Essen haben, dass wir nicht mehr wissen, wohin damit. Wir werden immer dicker und immer ungesünder zum einen, zum anderen schmeißen wir Essen weg, dass das noch völlig in Ordnung ist. Dann gibt es die andere Geschichte, dass wir Essen in Treibstoff umwandeln. Beziehungsweise, und das wird jetzt natürlich wieder vielen nicht gefallen, dass man Essen, das Menschen einfach essen könnten, Tieren füttert, um Tierprodukte herzustellen. Das ist, finde ich, in einer Zeit, wo noch immer so viele Menschen an Armut leiden, so viele Menschen an Hunger leiden, einfach ein Zeichen, dass wir wirklich irgendwo gestört sind. Und da muss sich vielleicht jeder Einzelne mal fragen, und das meine ich jetzt ja gar nicht böse oder als Vorwurf, aber ich glaube, da muss sich echt wirklich jeder irgendwie mal fragen, ob er das wie das und ob das gescheit ist, dass er das noch immer irgendwie macht und ob das nicht Zeit wäre, sich da irgendwie zu ändern. Jeder kann sich ändern. Und das heißt ja nicht, dass man von einem Tag auf den anderen irgendwie alles umstellen muss, aber man kann anfangen, einen kleinen Schritt in die richtige Richtung zu machen. Und am nächsten Tag oder beim nächsten Essen macht man den nächsten kleinen Schritt. Und das ist ja eben, warum es beim Essen eigentlich so nachhaltig ist oder so große Kreise nach sich zieht, weil wir jeden Tag essen müssen. Es ist nicht so wie eine einmalige Sache, die man im Leben macht, sondern es ist etwas, wo wir, keine Ahnung, dreimal am Tag oder öfters essen wir etwas und jedes Mal kann ich entscheiden, okay, trage ich zu diesem Wahnsinn bei oder tue ich, was alles in meiner Macht steht, das nicht zu unterstützen, und das wäre eben solche Produkte nicht zu essen, solche Sachen nicht zu kaufen. Und das ist das Mindeste, was man tun kann. Und es ist nicht mal so, dass das jetzt irgendwie, dass man da deswegen in den Himmel kommt, aber man wird körperlich, also die meisten Menschen werden einfach Benefits, also werden sich körperlich besser fühlen, würden sich geistig besser fühlen, würden ein viel besseres Gewissen haben und ja, würden halt irgendwie auch dieses Verantwortungsgefühl für sich und auch für die restlichen Mitmenschen und Geschöpfe auf dieser Erde einfach ja, pflegen und dazu beitragen, dass es uns allen gut geht. Also das wäre für mich ein großer Punkt, deswegen
Olympischen Spiele 2028 finde ich eigentlich eine Frechheit, so eine Frage. Also in der Perspektive, dass jeden Tag 25.000 Kinder irgendwie verhungern oder an Armut sterben, die Frage zu stellen, ob man wieder irgendwelche Spiele veranstalten und unseren Spaß dran haben, finde ich, ich weiß nicht, wie ich sagen soll, es ist einfach nur krank. Ich verstehe es, dass man solche Fragen stellt, ich verstehe, es ist viel Geld dahinter, aber es ist Brot und Spiele, es lenkt wieder vom Wesentlichen ab und es macht uns nicht besser, es bringt uns kein Stück näher an einer lebenswerteren und liebenswerteren Welt. Also, ich sage nicht, dass man keinen Spaß im Leben haben soll oder dass man keinen Sport treiben soll, aber man sollte verdammt nochmal Prioritäten haben und wir haben unsere Prioritäten sowas von auf den Kopf gestellt und ich weiß gar nicht, wie es so weit kommen konnte, aber es liegt teilweise wirklich im Argen. Ups. Ah, da bin ich wieder. Ja, der Monitor macht das Licht. Ja, was habe ich noch für euch? Die kommunalen Betriebe. Die nächste Frage. Da frage ich mich, wozu brauche ich einen Politiker? Jeder Mensch, jedes Kind weiß aus Beispielen von anderen Ländern und Städten, die ihre kommunalen Betriebe privatisiert haben, was für ein Schwachsinn das ist. Es ist nun mal so, wenn die Interessen der Wirtschaft sind einfach Profit und Profitmaximierung. Und genau das passiert mit jedem Betrieb und mit jedem profitorientierten Unternehmen. Es versucht mehr Gewinn, und es muss halt eben wegen unseres Zins- und Zinseszinssystems immer mehr Gewinn und mehr Umsatz fabrizieren, damit es mitspielen kann bei dem Spiel. Aber das geht einfach nur auf Kosten von Umwelt, auf Kosten der Allgemeinheit, auf Kosten von anderen Leuten und dann natürlich auch auf Kosten der Qualität. Und ich meine, der Wahnsinn, der schon passiert mit diesen ganzen Wasser aus Plastikflaschen oder Mineralwasser, ist ja schon wieder ein Zeichen von wie dämlich wir sein können. Dann kommt eine Firma, füllt Wasser von einer Quelle ab, die allen Menschen gehören sollte, hat einen Pickel drauf und sagt, das ist Nestle oder sagt, das ist, weiß nicht, Vöslau oder was auch immer und erzählt uns, das ist besseres Wasser. Also, ich weiß nicht, wieso wir so dämlich sind. Und jetzt kommt die Politik daher und stellt eine Frage, die nicht gestellt werden darf. Weil wir wissen, dass das Schwachsinn ist. Die Frage wird sicher auch nur gestellt, weil es Möglichkeiten bietet, dieses fiktive Budgetloch zu sanieren oder das Budget irgendwie schön dünn zu halten. Also, ich finde, es zeigt wieder mal, dass wir eigentlich Politik in dieser Art und Weise nicht mehr brauchen, beziehungsweise sie einfach unnötig sind. Sie sind einfach nur Marionetten unserer Wirtschaft oder unseres Krankensystems, die versuchen, ihre Position zu sichern. Systemerhalter, um ihre Position in dem System zu erhalten, weil es ihnen in diesen, auf ihre Position natürlich überdurchschnittlich gut geht im Vergleich zu einem normalen Menschen, der nicht, ich weiß nicht, wie viel 1.000 Euro im Monat verdient. Jetzt muss ich gleich niesen, vielleicht kann ich es noch unterdrücken, aber ich habe euch gewarnt. Da war's. Sorry, vielleicht schneide ich es raus, vielleicht auch nicht. Vierte Frage. Soll erneuerbare Energie gefördert werden? Ich glaube, ich springe Ihnen an die Gurgel. Wirklich. Was soll der Scheiß? Ich möchte nicht wissen, was eine Volksbefragung kostet. Und mit solchen Fragen gibt man uns das Gefühl, als würde man da irgendwie mitreden und mitbestimmen können.
erste Frage vom Parken, Schwachsinn, überlegt euch was Gescheiteres. Zweite Frage, Olympische Spiele, in Anbetracht der Situation, kompletter Schwachsinn. Dann möchte ich andere Lösungen zu anderen Themen hören. Kommunalbetriebe liegt auf der Hand. Kann jedes Volksschulkind irgendwie ergoogeln, dass das ein kompletter Schwachsinn ist. Erneuerbare Energie, ja, die Geschichte hätte hier, diese Frage wäre vielleicht vor 50 Jahren interessant gewesen, wie das ganz neu war und kein Mensch gewusst hat, was erneuerbare Energien sind. Wobei, ich weiß nicht genau, wann die Leute drauf gekommen sind, dass es sowas, dass man so, also wann dieser Begriff definiert wurde. Aber jetzt, wo eh schon überall der Hut brennt und der Benzinpreis unglaublich hoch ist und die Klimaveränderung irgendwie voranschreitet und wir Kriege wegen Öl führen und so weiter, stellt man so eine Frage? Ich glaube, das ist eine Volksverarschung, keine Volksbefragung. Ja. Naja, gut. Also, das ist dann im März, wann war das nochmal? Zwischen, ich glaube, 7. und 10. März. 7. und 9. März 2010. Nächste Schwachsinnsbefragung. Ja, ich frage halt, wie lang will man überhaupt seine Politik unterstützen? Und ich würde auch sagen, dass nachdem das wieder nur so eine schwachsinnige Volksbefragung ist und nichts Bindendes, sollte man in den Protest gehen und wählen gehen, aber eben zum Beispiel ungültig wählen. Einfach um aufzuzeigen, dass man sehr wohl politisches Interesse hat. Das heißt, sich die Zeit genommen hat, dahin zu gehen. Aber auch um zu zeigen, dass diese Fragen, die gestellt werden und die Lösungen, die angeboten werden, nicht intelligent genug sind, nicht glücklich machen, nicht zielführend sind. Ja, gut. Anderes Thema. Ja, da habe ich wieder so ein paar Facebook-Fotos für euch vorbereitet. Auf einem Foto, warte mal, das ist natürlich jetzt toll, wenn ich meine Hände da so dreckig, also dreckig sind sie ja nicht, da sind eine Kartoffel drauf. Da habe ich ein Bild. Uah. Was sieht man darauf? Ja, genau. Da sieht man ein Baby, 2 Jahre alt, also ein Baby, ein kleines Kind. Es wird von der Mama verprügelt, also kriegt Popoklatschi auf dem Hintern. Mit 6 Jahren kriegt man seine Strafe in der Schule auf der Hand mit einem Stab. Mit 14 Jahren schaut man sich die Rambo-Filme an, und also Action, Baller und Gewaltfilme an. Mit 18 Jahren landet man dann bei der Armee und wird zusammengeschissen von irgendeinem Ranghöheren sozusagen, irgendeinen Vorgesetzten, und muss Drecksarbeit machen. Mit 26 Jahren ist man dann endlich bei der Polizei und ist Polizist. Und im Jetzt ist man dann Polizist und verprügelt halt andere Leute auf Demonstrationen. Ich sage das jetzt nicht unbedingt, dass das unsere Polizei in Wien macht oder in Österreich macht, obwohl ich weiß, dass da auch genug Gewalt bereite Polizisten gibt. Überall sind nicht alle Polizisten gut, es sind nicht alle Polizisten schlecht. Aber wir haben es ja gesehen bei den Occupy-Demonstrationen, was da teilweise für Gewaltbereitschaft herrscht und wie brutal man vorgeht. Sei es jetzt mit Tränengas, sei es jetzt mit Gummigeschossen, sei es jetzt einfach mit diesen Gummiknüppeln, die sie da haben. Oder mit diesen Handschellen, die dann irgendwie. Ja, es ist einfach ein respektloser Umgang von einer Institution, die eigentlich fürs Volk da sein sollte. Sollte uns beschützen und sollte uns ermöglichen, solche Demonstrationen friedlich und in einer Demokratie organisiert abhalten zu können. Denn
wenn man schon so stolz auf die Demokratie ist und überzeugt davon ist, dann muss man auch schauen, dass ihre Mechanismen und Instrumente auch wirklich angewendet werden dürfen. Und ich möchte nicht wissen, wie viele Leute nicht auf eine Demo gehen, weil sie keine Lust haben, irgendwie vor gepanzerten Polizeiautos und Polizisten mit Schlagstöcken und Helmen und all dieser ganzen Montur, weil sie diese Situation gar nicht haben wollen, dass sie denen gegenüberstehen, weil immer in so einer Situation so viel Gewalt und so viel Angst irgendwie und Furcht und Spannung in der Luft ist. Und die entsteht oft erst eben dadurch, dass da diese Gewalt da ist. Ich meine, in Wien ist ja überhaupt lächerlich, weil die Leute so demonstrationsvoll sind. Und ich kann mich erinnern, letztes Jahr und vorletztes Jahr, wie es da die paar Occupy Vienna Demos gegeben hat, wo teilweise wirklich mehr Polizisten da waren als Demonstranten. Und ich weiß nicht, warum man das macht. Ich denke halt auch, vielleicht ist es halt für die Polizei also sozusagen gibt es irgendwelche fixen Regeln und natürlich können sie nicht riechen, wie viele Leute da hinkommen. Aber ich bin mir sicher, das könnte man halt lernen, beziehungsweise relativ schnell einschätzen und dementsprechend Leute heimschicken. Aber wahrscheinlich ist es halt auch so, dass man so die Polizisten selber korrumpiert und sie sich denken, ja, ich melde mich freiwillig dazu und ich mache das, weil das nette Kohle ist. Keine Ahnung. Sicher auch ein guter Weg, um mehr Kohle zu verdienen. Es gibt sicher Gefahrenzulagen und alle möglichen Sachen. Ich weiß nicht. Aber wie gesagt, der Punkt ist, warum gibt es Leute, die gewaltbereit sind? Warum gibt es Leute, die diese perversen, wahnsinnigen Sachen machen? Und der Punkt ist eben der, dass wir diese Leute produzieren, unser Gesellschaftssystem, unsere Kultur, unser Wirtschaftssystem führt eben dazu oder führt in vielen Fällen dazu, dass solche Leute produziert werden. Es wird kein Kind böse geboren, es wird kein Kind irgendwie mit dem Wunsch geboren, anderen Menschen weh zu tun. Wir sind alle hilflos, also wir sind alle hilfsbedürftig, wenn wir auf die Welt kommen. Wir können nicht ohne unsere Eltern, ohne die Mutter, ohne deren Liebe und Zuwendung überleben. Wir können nicht mal ohne Berührung überleben. Also es gibt Studien, wo man festgestellt hat, dass wenn Kinder kaum berührt werden, dass sie einfach sterben, weil ihnen dieser Kontakt fehlt. Wir sind einfach soziale Wesen. Und wir vernichten das. Also wir machen dieses Soziale, diese Empathie, diesen Sinn für, ich möchte, dass es dem anderen gut geht. Wir machen das in unserem System einfach kaputt. Einfach kaputt, indem wir eben dieses System, das auf Konkurrenz basiert, weiter fördern und pflegen und am Leben erhalten, künstlich. Weil es funktioniert nicht. Wenn täglich 25.000 Kinder an Armut sterben, dann funktioniert dieses System nicht. Und anstatt dass man das endlich angeht und vernünftig gemeinsam überlegt, welche Optionen wir haben und was wir machen können, ja, lesen wir Zeitungen über Leute, die auszucken, über Leute, die mit Äxten ihre Familie niedermetzen oder über Vergewaltiger, über Kriege, über Helden in Kriegen und all diesen Sachen. Und es kommt mir einfach nur das Kotzen, wenn ich sowas höre. Und es kommt mir das Kotzen, weil ich so enttäuscht bin. Weil ich so enttäuscht bin von der großen Masse, dass sie nicht zusammenfindet und nicht eine Stimme bildet und nicht den Ganzen einen Riegel vorschiebt. Und es gibt immer Ausreden. Man hat immer was Besseres zu tun. Man ist immer erledigt am Abend. Es ist nicht leicht, so etwas
neben der normalen, weiß nicht, 38-Stunden-Woche oder wie lang die auch immer ist, die Woche, es ist nicht leicht, sich da trotzdem zu engagieren. Aber es ist es wert und es ist notwendig. Es geht einfach um unsere Zukunft. Und ich verstehe schon, wenn ältere Leute sagen, ja, mein Gott, ich kann mich nicht mehr ändern und es ist, wie es ist. Obwohl, ich verstehe es, ja. Wie gesagt, man hat seine wilden Jahre gehabt und seine Zeit gehabt, wo man sich mehr einbracht hat und jetzt hat man sich halbwegs gerichtet und hat seinen kleinen Garten und keine Ahnung, es ist alles irgendwie halbwegs nett. Und wozu soll man sich da quasi für die anderen noch großartig stark machen, wenn man eh weiß, wie schwierig dieser Kampf ist. Aber also gerade ihr, ältere Generation, gerade ihr könntet uns jetzt echt auch ein Vorbild sein. Und auch den Jüngeren irgendwie inspirieren, etwas zu machen. Ihr habt die Lebenserfahrung, ihr habt gesehen, was in den letzten Jahren passiert ist an technologischem Fortschritt allein. Und anstatt euch nur ständig darüber aufzuregen, wie furchtbar es ist, wenn jetzt alle Kinder nur noch mehr, ich weiß nicht, PlayStation spielen und all diese Sachen. Das war ein gutes Ding. Es gab in der Schule ein Safer Internet Day. Das ist eine Plattform, ich glaube, das heißt saferinternet.at, wo es darum geht, um Cybermobbing, um alle möglichen verschiedenen Arten, wie man heutzutage übers Internet andere Leute fertig machen kann, wie man sie ausspionieren kann und wie das halt eben missbraucht wird. Und das war halt irgendwie so ein zweistündiger Vortrag von Safer Internet, von einer Dame von dort, und sie war echt irgendwie sehr kompetent und freundlich und hat das ganz gut gemacht. Keine Kritik an die Person an sich, nur nach diesen zwei Stunden irgendwie begreifen, dass es wirklich sehr viele perverse Leute gibt, die perverse Sachen machen, keine Ahnung, von Kinderpornografie bis eben irgendwie Kreditkarten, Daten und solche Sachen ausspionieren und ja, Betrügereien und so weiter. All diese Sachen gibt es, die gibt es halt ohne Internet auch, und die gab es ohne Internet auch, halt in einer anderen Form. Das Internet ist halt wie eine Leinwand, die all die Perversitäten unserer kranken Gesellschaft, und ich meine das jetzt wieder nicht vorwurfsvoll und negativ, aber man muss das erkennen, was ist. Unsere Gesellschaft ist krank. Und mein Monitor ist aus und da ist er wieder. Unsere Gesellschaft ist einfach nicht funktionierend und wie ein kleines, wie ein großes Krebsgeschwür. Ich weiß jetzt nicht, ob ich. Na, kann ich jetzt nicht. Ich muss halt an die Maus mal denken, dass das nicht andauernd ausgeht. Aber ihr werdet mir da schon verzeihen, wenn ich da ab und zu ins Dunkle abtauche. Also wie gesagt, nach diesen zwei Stunden wusste ich mehr, was es für kranke Sachen gibt. Eben zum Beispiel Chatroulette, wo anscheinend die Mehrzahl der Benutzer irgendwelche perversen Typen sind, überwiegend Männer, die dann irgendwie nackert vom Chatten Videocam irgendwie stehen und sich da irgendwie selbst befriedigen. Oder, keine Ahnung, jetzt diese neue Facebook-Geschichte, Bang with Friends, oder ich weiß nicht, irgendwie so in die Richtung. Und wie das dann halt wieder missbraucht werden kann und wie furchtbar das ist und so weiter. Und ich habe mir nur gedacht, erstens, wir sind so verkorkst, dass wir anscheinend wirklich, anstatt jemanden einfach ansprechen zu können und irgendwie offen an die Sache ranzugehen, dass wir eben wirklich schon so eine App brauchen oder ein Programm brauchen, wo wir einfach Kontakt aufnehmen können, das ist echt schon arg. Auf der anderen Seite finde ich es ehrlich gesagt nicht so schlimm, wenn wir zu deppert sind, um direkt miteinander zu lernen, zu reden, könnte das ja auch ein Weg sein. Und was ist schlimm daran, wenn Leute einfacher zueinander finden und sich am Körper erfreuen? Finde ich eigentlich nicht so schlimm. Viel schlimmer finde ich es,
dass man 2 Stunden lang über all diese Applikationen und Tools irgendwie redet und Perversitäten redet und kein Wort über, wie man das Ganze wirklich sicherer macht. Weil die Kinder vom Internet fernhalten wird man nicht können, die Perversen vom Internet fernhalten wird man nicht können. Die Frage ist, woher kommen all diese Perversen her? Warum produziert unsere Gesellschaft diese Menschen, diese Leute? Sie wurden nicht so geboren. Sie sind dahin erzogen worden und sind dahin erwachsen geworden. Und diese Frage wird halt überhaupt nicht adressiert. Es ist, wir arbeiten immer nur an den Symptomen und es macht mich halt irgendwie schon narrisch, diese Symptomdebatte, weil du kannst dann auch nicht mehr vernünftig mit den Leuten reden, sondern jeder bezieht irgendwie eine Stellung. Es ist fast immer so, als würdest du mit Fußballfans reden, ja? Also wenn der Rapid gegen Austria ist, redest du mit 2 Gruppen, die nicht fähig sind, wirklich über das Thema zu sprechen. Das Thema ist einfach ein System, dass solche Ausgeburten gefährlichen Leute oder gefährlichen perversen Situationen einfach produziert, weil es eben auf Konkurrenz basiert ist, weil es eben unmöglich ist, in so einem auf Konkurrenz basierenden System eigentlich irgendwem wirklich zu vertrauen, weil es immer in so einem System auf Kosten der Allgemeinheit geht, weil immer zu viel Druck da sein wird, weil es immer eine Art Überlebenskampf da ist und immer wenn die Leute Angst haben und immer wenn es eine Art Überlebenskampf ist, dann wird die Scheiße einfach an unten an den Schwächeren weitergegeben und das sind im Endeffekt unsere Kinder und so lernt man von klein auf selber, wie man sich durchkämpfen muss oder halt eben auch nicht. Vielleicht zerbricht man daran und wird halt immer komischer in seinem Kopf und wenn man dann irgendwie älter ist, traut man sich niemanden ansprechen, aber man sperrt sich halt ein und hat das Internet und fühlt sich in dieser Anonymität vielleicht irgendwie sicher, um das auszuleben, was einem irgendwie ja, noch Freude bereitet oder irgendeine Befriedigung bringt. Und Ich mag jetzt natürlich nicht diese Perversitäten irgendwie gutheißen, aber man muss einsehen, dass das ein Systemproblem ist und kein Problem von irgendwelchen Genen oder von irgendwelchen, das ist die menschliche Natur. Das hat nichts mit der menschlichen Natur zu tun, das hat überwiegend damit zu tun, wie wir aufwachsen und unter welchen Bedingungen wir miteinander leben. Und solange dieses Thema nicht angesprochen wird, werde ich halt die Pappen halt auch nicht halten, weil ich kann es mir nicht mehr anhören. Ich kann mir den Scheiß nicht mehr anhören. Ich kann mir nicht mehr anhören, dass Leute nur über Systeme, Symptome halt sprechen und streiten. Das ist ja nicht einmal ein Sprechen und voneinander lernen, sondern es ist ein ständiger Kampf und ein ständiger Streit. Und sobald du was Neues und anderes aufbringst, kann man dann die projizierten Wahnvorstellungen von den Leuten. Zum Beispiel die Geschichte, ich habe auf ein Posting, auf einen gültige Stimme Beitrag vom Roland Thüringer, da hat jemand was gepostet und es ging um geplante Obsoleszenz. Und ich habe gesagt, ja, ein Video, das eben zeigt, wie die Wirtschaft eben und warum die Wirtschaft diese geplante Obsoleszenz halt einsetzt. Ein guter Gratis-Dokumentarfilm ist eben dieser Film Zeitgeist Moving Forward. Und da kann man halt eben viel lernen. Da gibt es viele Impulse, viele Ideen, viele wissenschaftliche Erkenntnisse, die einem helfen zu begreifen, warum manche Menschen so ticken, wie sie ticken und warum unser Wirtschaftssystem so funktionieren muss, wie es also so funktioniert, wie es funktioniert. Und warum es dann halt immer wieder zu denselben Problemen kommen wird. Und vor allem hilft es einem auch zu verstehen, wie das Geldwirtschaftssystem zum Beispiel auch funktioniert.
Woher kommt das Geld? Wer macht es? Wohin geht es? Keine Ahnung, all diese Geschichten. Sehr spannende und sehr wichtige Gedanken und Anregungen können von dieser Dokumentation irgendwie angeregt werden. Und dann gibt es wieder irgendwelche Typen, beziehungsweise es war eigentlich einer, der dann wie auf einem Fußballfeld sagt, ja, das ist aber nicht meine Rapid-Mannschaft, das ist jetzt eine andere Mannschaft und deswegen ist diese Mannschaft scheiße. Und auf dieser Basis kannst du eigentlich nicht mit jemandem sprechen. Du kannst nichts von dem lernen. Du kannst dem auch nichts irgendwie weitergeben. Weil egal, was du sagst, es wird verdreht, es wird irgendwie falsch verstanden, es wird es ist keine Bereitschaft da, sozusagen keine Gesprächsbasis da und keine Bereitschaft da, was anzunehmen oder was Neues, irgendwie eine andere Perspektive anzunehmen, sich in wirklich mit etwas zu beschäftigen. Meistens ist es auch so, dass diese Leute eben sich sehr wenig oder sehr oberflächlich mit den Neuen und für sie potenziell Gefährlichen auseinandergesetzt haben und ihre ganze Energie geht dahin, dass sie halt jeden fertig machen, der versucht irgendwie was Neues einzubringen. Ich meine, das kennt man. Du sagst was Neues und du wirst zuerst ausgelacht ich weiß jetzt nicht, wie der Spruch geht, aber es war immer so, es kommt irgendwie eine neue Erfindung, die Leute präsentieren was Neues und alle lachen mal drüber und nehmen das nicht ernst. Und dann gibt es einen Widerstand, dass man sogar aggressiv gegen dieses Neue wird. Und irgendwann mal wird man angenommen. Im Fall unserer Kirche hat es ja, also wann wurde jetzt angenommen, dass die Erde tatsächlich rund ist und nicht flach? Ich glaube, das war erst so das Jahr 2000 oder so. Und also es hat mehrere Jahrhunderte gebraucht, bis die Kirche tatsächlich dann gesagt hat, ja, eigentlich hat der Typ recht gehabt, die Erde ist keine Scheibe. Und ja, also das ist eine Zeitspanne, die definitiv zu lang ist und leider scheint es viele Menschen zu geben, die eine ähnlich lange Zeitspanne wahrscheinlich brauchen, um irgendwas Neues zu verstehen oder annehmen zu können. Und sie bleiben halt oft sehr lange in dieser drüber lachen Phase hängen, beziehungsweise in der dieses bestehende System mit allen Mitteln verteidigen Phase hängen. Sehe klar, ich sage das immer, kein Vorwurf. Geht jedem so, ist irgendwie, wir versuchen das einfach zu schützen, was uns irgendwie Komfort und Sicherheit bereitet. Und ja, das führt automatisch eben dazu, dass man so ein Verhalten an den Tag legt. Ich bin denen eigentlich auch überhaupt nicht böse, aber ich habe halt beschlossen, dass ich meine Energie nicht mehr in solchen Gesprächen verpuffen lasse. Also ja, das sage ich ihm dann, dass ich halt das Gefühl habe, dass es keinen Sinn macht, mich mit ihm zu unterhalten, und dann lasse ich den einfach in Ruhe. Und meistens kommt dann irgendwas, ja, wie in der Schule, irgendwas Provozierendes daher, so, ne, so auf die Art. Whatever. Gut, nächstes Facebook-Bild. Und wenn ihr vielleicht ein Bild habt oder ein Thema habt, wo ihr gerne meine Meinung dazu hören wollt, dann ja, hinterlasst einen Kommentar oder schreibt mich an. Und ich werde versuchen, darauf einzugehen. Wie gesagt, ich kenne mich auch nicht überall aus, aber ich finde es schön und ich finde es echt cool, wenn man eben dieses Miteinander kommunizieren fördert und wenn man dieses Miteinander lernen und voneinander lernen fördert und sozusagen Open Source Everything. Nächstes Bild. We live in a culture where people are more offended by swear words and middle fingers than they are by famine, warfare and the destruction of the environment. Das heißt, wir leben in einer Kultur, wo
Menschen sich mehr durch Mittelfinger und Schimpfwörter angegriffen fühlen, als durch die erst durch die Tatsache von Hunger. Wir sind wieder bei den 25.000 Kindern und ich weiß nicht, wie viele Millionen Erwachsenen wahrscheinlich. Wir sind, ich kann das nicht gut übersetzen. Also es geht darum, dass wir uns mehr über Mittelfinger und Schimpfwörter aufregen, als darüber, dass es eben so viele hungernde Menschen gibt. So, dadurch, dass es so eine Kriegsindustrie gibt und dadurch, dass wir unsere Umwelt zerstören, das regt uns weniger auf, als wenn uns jemand einen Mittelfinger zeigt oder uns beschimpft. Ganz besonders, wenn man wahrscheinlich hinter einem Lenker im Auto sitzt, dann ist überhaupt jeder vor uns ein mir schön auszudrücken, eine lahme Ente und jeder hinter uns ein wahnsinniger Raser. Und wir sind die Einzigen halt, die mit dem richtigen, optimalen Tempo unterwegs sind. Und so geht's uns halt, so kommen wir halt durchs Leben. Also wir vergleichen uns immer mit dem vor und hinter uns und meinen halt, dass wir halt diesen goldenen Mittelweg haben, ohne wirklich sich mit den Themen wirklich auseinanderzusetzen. Und wie viele Menschen regen sich auf, wenn man sie beschimpft oder ihnen den Mittelfinger zeigt? Das wäre fast ein lustiges Video. Ich weiß nicht, ob ich mich das traue. Außerdem weiß ich nicht, was das für positive Auswirkungen bringt, außer dass man auf Video festhält, wie sich Leute aufregen, wenn man sie provoziert. Also wahrscheinlich wird es das nicht geben, das Video. Gut, ich glaube, Kartoffeln sind fertig. Ich weiß jetzt nicht, wie lange ich da schon geredet habe. Die Kamera zeigt gerade keine Zeit an. Aber ich glaube, ich werde es für heute lassen. Obwohl ich da noch ein paar interessante YouTube-Bilder habe. Facebook-Bilder. Aber es kommt ja sicher noch das nächste Podcast. Ja, soweit so gut. Ich hoffe, das war nicht zu komisch für dich, für euch. Und offensichtlich wird es morgen Petersil-Erdäpfel geben. Und eigentlich mache ich das gar nicht, Kartoffelschälen, aber ja, ich weiß nicht, es ist alles so pickig und so, und deswegen mache ich das nicht so gern. Aber ich habe mir gedacht, ich kombiniere das beides und ja, ich verliere nicht so viel Zeit. Also, schönen Tag, schönes Leben. Abonniert es, hinterlasst Kommentare, teilt das mit Leuten, die hoffentlich was davon haben. Und wie sagt Lee Camp, keep on fighting.